In diesem Video möchte ich das Konzept der Persona bzw. des Persona Developments vorstellen. Dieses Konzept stammt ursprünglich aus der Softwareentwicklung, hat sich mittlerweile aber in vielen Bereichen der Wirtschaft und auch der Bildung durchgesetzt. Sinnvoll einsetzbar sind Persona immer dann, wenn es darum geht, ein Produkt, also zum Beispiel eine neue Software, ein Spiel oder auch eine Lernumgebung, zu entwickeln und dabei die Zielgruppe im Blick zu behalten. Worum geht es? Eine Persona ist ein fiktionaler Charakter, der eine Gruppe von NutzerInnen beschreibt, möglichst konkret mit den relevanten Eigenschaften. Bei der Entwicklung von Persona handelt es sich um eine Methode aus dem Marketing und der Produktentwicklung, um die zu entwickelnden Produkte möglichst gut an die jeweilige Zielgruppe anzupassen. In der Literatur werden mehrere Begriffe, mehr oder weniger synonym verwendet. Neben Persona auch User-Persona, User-Personality, Customer-Persona oder Buyer-Persona. Der Plural von Persona ist im Lateinischen übrigens personae. Aus dem Englischen ist aber auch die Pluralform Personas gebräuchlich. Woher stammt diese Methode? Entwickelt wurde die Persona-Methode vom Softwareentwickler Alan Cooper. Den Entstehungsprozess hat er in einem Blogbeitrag mit dem Titel The Origin of Personas im August 2003 beschrieben. Cooper beschreibt, wie er in den 1980er Jahren Computerprogramme geschrieben und sich dafür gedanklich in bestimmte User versetzt hat, um die Benutzeroberfläche seiner Programme möglichst intuitiv bedienbar zu machen. Teilweise hätte er diese Dialoge mit fiktiven Personen sogar laut durchgespielt, um komplexe Designentscheidungen in Bezug auf die Funktionalität seiner Programme und die User-Interaktion besser treffen zu können. Der Erfolg seiner Programme habe ihn in dieser Vorgehensweise immer wieder bestärkt. Im Jahr 1990 wurde er dann erstmals auch als Berater für die Softwareentwicklung anderer Firmen tätig. Er beschreibt anschaulich, wie schwierig es für ihn war, die brillanten Programmierer davon zu überzeugen, dass nicht alle Benutzer die Programme so durchschauen würden und bedienen könnten wie sie. Er hat sich dann die Zielgruppe der Programme angeschaut und Interviews mit potenziellen Usern geführt. Obwohl die Variation der Stichprobe sehr groß gewesen sei, hätten sich schnell drei Nutzertypen herausgeschält, die er in Bezug auf ihre Aufgaben und Ziele, ihr Nutzungsverhalten und ihre Fertigkeiten beschrieben hat. In diesen Beschreibungen von typischen Nutzern, denen er sogar Namen gegeben hatte, war es ihm möglich, die Softwareentwicklung seiner Klienten zum Erfolg zu führen, was die Bedienbarkeit anbelangte. Obwohl ihm abgeraten wurde, seine Methode zu veröffentlichen, um seinen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Beratern zu behalten, hat Cooper die Persona-Methode 1998 im Buch The Inmates Are Running the Asylum veröffentlicht. Seitdem hat sie sich in vielen Bereichen der Entwicklung etabliert, auch in der Didaktik. Ein Beispiel. Ich habe hier noch ein Beispiel herausgesucht, das bewusst weder etwas mit Softwareentwicklung noch mit Lernumgebung zu tun hat. Viele kennen vermutlich das Sammelkartenspiel Magic the Gathering. Als Spieler verkörpert man mächtige Zauberer, die mit Sprüchen, Kreaturen, Artefakten und viel mehr gegeneinander antreten. Das Spiel gibt es seit über 30 Jahren. Jedes Jahr werden viele neue Karten in sogenannten Sets veröffentlicht, die gesammelt und getauscht werden können. Und mit denen die Spielerinnen und Spieler Decks zusammenbauen, um damit am Küchentisch oder in professionellen Turnieren gegeneinander antreten zu können. Magic ist erfolgreicher denn je, vermutlich auch, weil die Spieleentwickler ihre Kunden sehr gut kennen. In mehreren Artikeln auf der offiziellen Homepage beschreibt Mark Rosewater, der Chefdesigner, wie das Produktdesign auf die Kunden abgestimmt wird. Das Marketingteam hat durch Beobachtung und Befragung drei Spielertypen herausgearbeitet, die später auch in Form von Karten in Spaßsets, die nicht in Turnieren genutzt werden dürfen, erschienen sind. Diese drei Typen, die bei allen Set-Designs berücksichtigt werden, heißen Timmy, Johnny und Spike. Timmy spielt gerne mit mächtigen Karten, die alleine ein ganzes Spiel gewinnen können. Wenn er von 10 Spielen nur drei gewinnt, aber er diese Spiele sehr deutlich dominiert, war der Abend am Küchentisch für ihn ein Erfolg. In der Regel ist Timmy eher ein junger Spieler und kann nicht viel Geld für Karten ausgeben. Johnny ist ein kreativer Spieler, der Gewinnkombinationen sucht, auf die sonst kaum jemand kommt. Er baut Decks um Karten herum, die viele andere Spieler nicht nutzen. Seine Gewinnstrategien sind oft sehr kompliziert und er ist glücklich, wenn er von 10 Spielen nur eines gewinnt, in diesem Spiel dann aber alles so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Um die Karten für seine Decks zu bekommen, ist er durchaus bereit, Geld auszugeben. Spike ist sehr kompetitiv. Er möchte gewinnen. Es geht ihm dabei mehr um die Quantität als um die Qualität seiner Siege. Wenn er von 10 Spielen nur 9 gewinnt, ist er in der Regel nicht zufrieden. Dafür sucht er sich die effizientesten Karten zusammen, die er für seine Decks braucht, auch wenn er dafür viel Geld investieren muss. Seine Decks baut er in der Regel nicht selbst, sondern er sucht im Internet nach Gewinnerdecks der aktuellen Turniere. Diese Spielertypen bzw. Persona helfen den Kartendesignern, neue Sets zu entwickeln. Es wird darauf geachtet, dass in jedem Set Karten für jeden dieser drei Spielertypen oder Mischformen dieser drei Typen enthalten sind. Das ist vermutlich ein großer Teil des Erfolgs von Magic the Gathering. Was bedeutet das jetzt für die Didaktik und ganz speziell für unsere Seminare? In Seminaren an der Universität zu Köln nutzen wir die Persona-Methode, um Lernumgebungen, die wir gemeinsam entwickeln, besser an die zukünftigen NutzerInnen, also unsere Schülerinnen und Schüler, anzupassen.
Nachdem grob festgelegt wurde, was die Inhalte der zu entwickelnden Lernumgebung sein sollen, schicken wir die Studierenden ins Feld. Sie sollen Schülerinnen und Schüler befragen, die vom Alter her zu ihrer Zielgruppe passen. Was an dem Thema interessiert euch? Welche Vorerfahrungen habt ihr mit dem Thema? Wie nehmt ihr generell den Unterricht wahr? Was motiviert euch an diesem Fach? Was demotiviert euch? Und so weiter. Oft nutzen wir auch die etwas elaboriertere Methode des Interview for Empathy, um noch mehr über die Beweggründe der GesprächspartnerInnen zu erfahren. Die Aussagen mehrerer InterviewpartnerInnen werden dann ausgewertet und sortiert, ganz so, wie Alan Cooper es vorgemacht hat. Wenn jede Gruppe von Studierenden ein oder zwei Personen erstellt, haben wir hinterher im Seminar eine sehr gute Vorstellung, für wen die Lernumgebung entwickelt werden, was die verschiedenen Schülertypen jeweils motiviert oder frustriert oder wie man so schön sagt, ihre Pains and Gains. Wie sie an Aufgaben herangehen, zu welchen Vorbildern sie aufschauen, etc. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.